Leute, was geht ab? Willkommen zu Stadi Performance. Und zwar, ich bin gespannt, was wir heute bekommen, Freunde. Und zwar, heute sollen richtig viele Kunden kommen. Ich würde mal sagen, der erste Kunde darf einmal mit in Stadi Performance reinkommen. Let's go! Guten Tag, hallo. Alles in Ordnung? Mr. Stadi, ich weiß, wer Sie sind. Ja, ich weiß auch, wer ich bin. Was? Sie werden zusammen mit 7 anderen YouTubern auf die YouTuber-Insel gehen in Minecraft. Aber es gibt Regeln, Mr. Stein. Was für YouTuber-Insel? Geh mal raus hier, Mann. Für so einen Spaß habe ich hier keine Zeit. Ich bin hier in meinem Autohaus. Alles klar, Stani, wir können das auch anders klären. Eine Stunde am Tag hast du Zeit, deinen Fortschritt zu machen. Eine Stunde am Tag kann ich nur... Auf der YouTuber-Insel, bist du bereit? Werde der Beste und besiege alle anderen, bevor sie dich besiegen. Und es geht los, ich kann ja kein Minecraft, Mann! Lass mich runter! Was geht ab, Leute? Willkommen zum neuen Minecraft-Projekt und zwar der YouTuber-Insel. Stadi Performance ist auch am Start. Wir werden natürlich unser eigenes Auto ausbauen, aber ich muss jetzt erstmal gucken, wer alles mit dabei ist bei dieser YouTuber-Insel und zwar Russik. Was geht? iCrimex. Was geht ab? Wi-Fi. Ami meinte ich auch. Ey. Der sieht aus wie Wi-Fi. Stadi Performance ist scheiße. Ey, Candy? Alter, Chef, hallo? Hey, und natürlich Vive. Was geht ab, Mann? Timmy Bimmy. Hey, was geht, Stani? Und SU, Leute. Und wir werden hier Stani. Auf dieser Insel natürlich unsere eigene Sachen bauen. Und jetzt müsst ihr alle losrennen. Und ich würde sagen, jeder darf insgesamt eine Stunde am Tag aufnehmen. Leute, ab geht's. Abhauen. Let's go. So, Leute, die werden jetzt hier wahrscheinlich gleich alle weglaufen. Und wir müssen uns einen richtig guten Spot suchen, wo wir unsere Stani-Performance-Sachen aufbauen. Und Freunde, wir können natürlich entscheiden, ob wir ein Dieb sind. Guck mal, da läuft Avive lang. Da ist Canyon, jetzt gucken die erstmal. Russak ist hier auch. Was macht ihr denn? Ihr wartet jetzt wahrscheinlich ab, wo ihr alle hinrennt, ne? Guck mal, Leute, ich sag euch ehrlich, wir können uns so richtig was Geiles aufbauen. Das Problem ist nur, ich bin ein absoluter Minecraft-Noob. Wir können natürlich auch die anderen ausrauben, wenn wir deren Base finden. Guck mal, was macht denn der Vive da? Aha, der wird sich hier direkt... Oh, wow, was ist das denn hier, Leute? Hier ist Schnee. Hilfe, Hilfe. Mayday, Mayday. Oh, Gottes Willen. Okay, man dürfte hier nicht... Hey, was macht Candy denn? Guck mal, Candy verfolgt mich hier. Holy moly. Wir müssen mal schnell weg hier, Freunde, weil wir müssen uns jetzt erstmal eine Pickaxe bauen. Und es wird natürlich auch Nacht. Wir müssen uns vor den Monstern schützen. Freunde, ihr müsst mir auf jeden Fall ein bisschen helfen. Warum? Guck mal, hier Candy verfolgt. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Wir müssen erstmal gucken, wo die anderen hinrennen, dass wir so ein bisschen Übersicht haben. Weil wenn wir eine Base von den anderen finden werden, Leute, wir können die ausrauben. Aber der Punkt ist, wir dürfen halt nur eine Stunde am Tag aufnehmen. Ne? Also da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir hier halt in der Zeit wirklich sehr, sehr viel schaffen. Oh Gott, ich bin jetzt hier im Schnee. Hilfe, was ist das hier mit Schnee? Oh Gottes Willen. Mir wird's kalt hier. Mir wird richtig kalt. Wir müssen auch erstmal Essen gleich finden. Oh, ich muss hier raus. Schnell raus hier. Ey, wir sind hier mitten auf dem Berg. Wir müssen auch erstmal einen guten Spot finden. Ich weiß halt nicht, was clever ist. Ob wir erstmal einen guten Spot finden sollen oder... Ja, ob wir die anderen... Nee, ich glaube, die anderen sind schon alle weg, oder? Sehen wir die hier irgendwo? Ey, das ist auf jeden Fall eine richtig große Insel. Das ist einfach die YouTuber-Insel. So, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen Holz abbauen. Und dann werde ich erstmal die ersten Sachen bauen. Vielleicht so eine Spitzhacke oder so. Also, ich muss mal gucken, Freunde. Ich bin halt echt gar nicht so ein guter Profi. Ich habe mal zwar Minecraft ein- oder zweimal gespielt, aber ja, ich weiß auch nicht mehr, wie das so war. Ich glaube, so war eine... Nee, hä? Wartet mal, wie war denn hier nochmal eine Werkbankkiste gewesen? Ich glaube, dafür brauchen wir erstmal das hier. Und daraus müssen wir das bauen. Haben wir eine Werkbank? Sehr gut. Und die Werkbank, da können wir direkt eine Pickaxe. Hey, was macht Candy denn da neben mir? Warte mal, dann brauchen wir erstmal das hier, Leute. So. Und wie kriegen wir jetzt nochmal Sticks, Leute? Ich glaube, Sticks. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Holz für die Sticks. Ey, der klaut mir alles. Ey, weg hier. Sag ich dir. Der klaut hier mein ganzes Holz. Aua, was schlägst du mich, Stani, ey? Ja, du klaust dir mein ganzes Holz, Alter. Alter, ich hab gar nicht, ich hab von der Vive gerade Holz geklaut. Ja, warum verfolgst du mich überhaupt, hä? Ich verfolg dich gar nicht, Stani. Doch, du verfolgst mich. So, Leute, wir gehen am besten hier gleich weg, Alter, weil Candy, der ist mir nicht geheuer. Ich baue aber erstmal eine Spitzhacke. So, Leute, ich werde hier gleich weggehen, weil Stani ist mir echt nicht geheuer. Ey, was macht denn der Vive hier? Keine Ahnung, wollen wir den wegmachen oder wollen wir uns bloß anfreunden mit dem? Na, ich weiß nicht, wie kann man nochmal Spitzhacke... Bau mir mal eine Spitzhacke, Candy. Ja. Gib mir mal eine Spitzhacke. Ja, Stani. Wie baut man nochmal Sticks? Wie Sticks? Aus Holz. Ey, Leute, schreibt mal die Kommentare. Ja, wie baut man nochmal hier Sticks? Diese Sticks, diese Holzsticks, wie baut man die nochmal? Ja, hier, da, bam. So. Da zwei Danke. Holz übereinander, ganz einfach. Ja, super, jetzt haben wir hier schon eine Pickaxe. Jetzt müssen wir uns erstmal hier vor Candy abhauen. Okay,
erstmal hier ab, Leute. Das ist mir nicht geheuer mit dem. Stani, ganz kurz, du wusstest nicht mal, wie du einen Stick baust. Sicher, dass du meine Hilfe nicht brauchst? Bro, ich baue hier Stani Performance auf. Alles vom Feinsten, Junge. Ja, Stani, okay, ich kann dir gern helfen, aber du weißt ja nicht mal, wie man einen Holzstab baut, Alter. Klar weiß ich das, ich musste nur gucken, wie man das baut. Aha, ich muss mir erstmal einen guten Ort suchen und ein bisschen Essen finden. Hier, vielleicht irgendwelche Elefanten. Gibt es hier eigentlich Elefanten in Minecraft? Hier gibt es keine Elefanten, nein. Okay, Leute, ich glaube, Candy ist weg. Sehr gut. Wir müssen natürlich gucken, dass niemand unsere Base sieht, wo wir die hinbauen. Aber hier ist gar kein guter Spot. Ich will erstmal vielleicht da oben hin. Ey, wir sind hier halt komplett tief unten, ne? Wir müssen jetzt erstmal eine gute Position suchen. Deswegen werde ich jetzt erstmal nach oben gehen und werde da irgendwie hoffentlich was Gutes finden. Oh, ey, wie kommt man denn hier hoch, Leute? Warte mal. Zack, zack. Ach nee, ich baue vielleicht mal hier diesen Müll ab hier. Warte mal, das ist ja hier... Ah, guck mal, hier mit Pickaxe geht es ein bisschen schneller. Sehr gut. Guck mal, da ist Max, Leute, da ist Max. Was macht der denn da, hä? Ja, der sammelt wahrscheinlich jetzt auch erstmal Sachen ein. Aber ich glaube, es macht erstmal mehr Sinn, anstatt jetzt hier... Also, wir brauchen auf jeden Fall gleich Essen und so, wenn es Nacht wird. Aber ey, Stani, hallo! Ey, Max, was geht? Ey, ich bin hinter dir, was geht? Ja, ich hab dich gesehen, was machst du denn hier bei mir, hä? Ja, ich weiß noch nicht ganz, wo ich hingehe. Ich will mich hier erstmal umschauen auf der Insel. Also suchst du dir jetzt erstmal einen Ort quasi, wo du dir ein... Oh Gott, ich hab hier ein Ei gefunden. Oh Gott, kann ich das essen? Ich guck mal, wo ich mich niederlasse. Ey, hier ist Russack, mal, ne? Hier ist Russack, pass auf. Okay, warte, wir gehen hier mal lieber weiter weg, Leute. Da ist ein Huhn. Oh Gott, ein Huhn ist wichtig, ne? Ja, ich hab das Huhn. Ich hab Huhnfleisch. Hey, Max hat auch ein Huhn. Okay, guck mal, hier rennt er rum, Leute. Es wird natürlich in den nächsten Tagen, wenn wir hier noch die Voice-Mods installieren, aber hier durch Schnee laufen ist halt auch nicht so clever. Ich will erstmal ganz nach oben, dass wir so einen kleinen Überblick von der Insel haben und uns den besten Spot suchen. Wenn wir den besten Spot haben, können wir halt dementsprechend auch anfangen, irgendwie was Gutes zu bauen. Und dann, Ziel wird sein, ihr müsst mir unbedingt helfen in den Kommentaren. Ich muss, Freunde, den Enderdrachen besiegen. Aber ich weiß ja gar nichts davon. Also ihr müsst mir reinschreiben, was ich als erstes am besten machen muss, dass wir relativ gut vorbeikommen. Und wir haben auch nur jeden Tag eine Stunde Zeit, uns hier auszurüsten. Das ist halt auch echt... Oh, guck mal hier, wir sind ganz oben, Leute. Oh Gott, das ist hier aber so eine Riesenwelt. Oh mein Gott, guck mal, wie geil das hier aussieht. Das schmilzt, das Eis schmilzt von da oben runter. Holy moly. Ey, sollen wir vielleicht direkt hier oben, da könnten wir so eine richtig krasse Stani-Performance-Burg bauen. Hier ist sogar Lava. Oh... Alter, was ist das denn hier? Vielleicht ist hier irgendwas. Diamanten oder so. Nee, ich glaube, hier sollten wir lieber nicht reinfallen. Aber Diamanten sind hier auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man die... Oh, guck mal, was ist das hier? Kohle. Kohle ist wichtig, glaube ich. Nachher für Fackeln und so bauen. Nehmen wir schon mal ein bisschen mit hier. Ah, guck mal, wir haben auch neue Rezepte erhalten. Ah, sehr gut, Leute. Jetzt läuft's hier langsam. Oh, ja. Das ist nice. Ich glaube, jetzt sind wir auf der Gewinnertour. Das reicht aber erstmal. Ich gehe erstmal weiter nach oben. Weil, wie gesagt, Leute, ich glaube, der Best, das, man braucht eine richtig super Übersicht, um hier gut voranzukommen. Hier rüber. Oh Gott, was ist das denn hier? Ich glaube, das ist auch irgendwas sehr... Ich nehme das einfach mal mit. Vielleicht brauchen wir das gleich. Das sind, okay, irgendwelche Rezepte, also irgendwelche Sachen, mit denen wir auf jeden Fall Sachen bauen können. So. Zum Anfang ist, glaube ich, eh alles, was wir finden, gut. So, weiter hoch hier. Boah, ich werde mir den ganzen Weg... Oh Gott, was ist da oben? Ich glaube, da war eine Kiste, oder? Nein. Nee, das war doch keine Kiste, das waren hier nur diese Steine. Ist das Kupfer oder so? Okay, Leute, ey, jetzt ist hier... Alter, ey, als ob, wenn wir da oben sein... Nein, das wäre zu krank, oder? Was meint ihr, wenn wir uns da oben eine Base bauen? Ja, das... Aber da ist jemand. Wer ist denn das da? Ach nee, das sind Schafe. Aber ich glaube, Schafe sind wichtig. Aber das Problem ist, das wird jetzt Nacht, ne? Oh, wer ist da unten? Das ist Max. Ah, gut, wir sind erstmal freundlich zu Max. Ich will mich auch erstmal mit gar keinen anlegen... Weil ich halt noch ein kompletter Minecraft-Noob bin, da müssen wir uns erstmal ein bisschen zurückhalten. Sobald ich hier ein bisschen Profi drin bin, Leute, dann werde ich die alle überfallen und so. Interessiert mich doch nicht. Hier, ich nehme hier noch ein bisschen das Zeugs hier mit. Ich feiere auf jeden Fall das Projekt, vor allem auch, dass da so viele YouTuber mit dabei sind. Oh, guck mal, hier sind Schafe. Komm her! Zack, 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 zack. Boah, sind die stark? Boah, ich bin der Beste. Ich hau zwei Schafe K.O. Komm her, ich brauche euer Fleisch. Gib mir, oh, einer. Hä? Der hat gar kein, doch, hat der Fleisch gedroppt? Hä? Ist das hier Schafsfleisch? Was ist das denn hier? Das ist Roheisen, habe ich gefunden. Ja, okay, Roheisen ist gut. Nein. Jetzt kommen noch die Creeper, oder? Und meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Wir müssen eine neue bauen. Aber ich habe kein Holz mehr.
Aber das ist, ich weiß halt auch nicht, ob das hier so clever ist, den Ort sich hier so zu nehmen. Problem ist nämlich, ich sehe jetzt gar nichts mehr gleich. Boah, guck mal, die Sonne geht jetzt hier unter. Das wird gleich richtig dunkel werden. Und wir haben nicht mal eine Fackel. Oh, wer ist das denn? Was ist das denn gewesen? Eine Fliege oder so? Ah, die, sind das Diamanten? Ich hab... Nein, das sind Diamanten, ne? Nein! La, das sind Diamanten! Let's go! Alter, als ob! Ich kann's nicht glauben. Kann ich die abbauen? Wo sind die hin? Habe ich die jetzt gefunden? Warte mal, wo sind die? Hä? Die sind weg! Hä? Okay, das war... Boah, was ist da unten, Leute? Guck mal. Achso, das ist die Lava. Okay, deswegen ist das da so hell. Ich muss jetzt hier weiter hoch. Ey, das kann... Das wird mir noch niemand glauben, dass wir direkt Diamanten gefunden haben. Oh, zack, zack, zack. Okay. Wow, 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 was ist das da? Das ist ein Hummel! Okay, wow, greift die einen an? Ich weiß das gar nicht, Leute. Okay, gut, jetzt können wir uns erstmal hier einen guten Überblick verschaffen. Aber ich glaube halt, hier in der Schneeregion... Oh, da ist eine Spinne. Hummel, da sind so komische Ziegen. Wer ist das da? Okay, das ist ein Skelettkämpfer. Oh, oh, Bro, ich habe Angst, dass sie mich angreift. Hey, 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 ich bin freundlich mit dir, okay? Hummel, kann man Hummeln eigentlich auch als Tiere nehmen? Gut, die Frage ist jetzt, wir sind jetzt hier ganz oben. Aber ich glaube, das ist einfach nicht clever, sich hier was zu bauen. Vielleicht da so in der Mitte oder so, ne? Aber, boah, das ist hier zu gefährlich. Ich weiß halt auch nicht, ob das Sinn macht. Diese Skelettkämpfer werden auch richtig stark sein. Au, aua, aua, aua. Das ist nicht gut, nicht gut. Au, au, au. Hier langsam runter. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas Seltenes. Wo ist denn jetzt? Siehst du, jetzt bräuchten wir Candy, unsere Mitarbeiter, unseren Stani-Performance-Mitarbeiter. Ich werde auch hier Autos besorgen. Ich sag euch ehrlich, wir werden uns hier so eine richtige Autofabrik bauen. Nee, guck mal, was hier abgeht, Leute. Da sind richtig viele... Oh Gott, das ist ja auch ein Monster. Wo soll ich denn jetzt hin? Oh, nee, erstmal hier weg. Nicht, dass die mich angreifen. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hey, Bro, das ist eine Höhle. Oh Gott, Höhle ist krass, habe ich gehört. Oh, ich muss in die Höhle rein. Aber wir müssen uns vor den Skeletten schützen. Oh, so, hoch hier. Ich muss kurz gucken, was da drin ist in der Höhle. Guckt euch das an, Leute. Da sind wieder Diamanten. Ach du Scheiße. Das ist sehr, sehr nice. Das ist wirklich richtig gut, was wir hier haben für einen Ort. Das Problem ist nur, Spinnen, weil mich... Oh, die Spinne kommt hier hoch. Nein, 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 das ist nicht gut. Runter mit dir. Hey, aua. Hey, ich sterbe. Runter, flieg. Boom. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein. Bro, wie stark sind die bitte? Okay, ich hab einen. Ich bin tot, ich bin tot. Ich werd gegessen. S. Oh, oh mein Gott. So, Angriff, Angriff. Bap, 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 bap. Ja, komm, komm. Leg dich lieber nicht gegen Stadibadi an. Ah. Oh Gott, die ist zu stark, Leute. Hey, wie viel Leben hat die? Ja, ich bin tot. Ich sterbe. Ich bin tot. Ich habe alles verloren. Ich bin direkt gestorben. Nein, wo bin ich denn jetzt hier? Nein. Ey, ich hatte doch diese Baba-Höhle gefunden mit Diamanten. Ich hatte Diamanten alles gehabt. Ey, Leute, das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich gestorben. Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Super. Ich bin tot gleich wieder. Ich drehe durch. Da unten sind Zombies. Ey, das hat uns jetzt so... Ey, hau doch auf! Was für ein Aim hat der denn? Ich... Bro, das ist so ein Dämon! Help! Ich gehe hier ins Wasser rein. Schnell, 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 schnell weg hier. Es muss mal wieder hell werden. Das ist voll dunkel. Ich habe noch nichts hingebacken bekommen hier. Mann. Wer ist das denn da? Da ist Sue. Der baut schon was. Ey, der ist schon viel weiter wie ich. Ey, Sue, wir werden hier angegriffen. Wir werden hier angegriffen, Sue. Hörst du mich? Ich höre dich. Wo bist du denn? Ich bin hier. Ich habe nur noch zwei Leben. Pip, pip, pip. Ach, da oben bist du. Ich habe auch keine Heilung mehr. Nichts. Ich brauche Fleisch, Danny. Hey, wir müssen hier irgendwie weg. Wie hast du denn schon ein Schwert bekommen?
Ich habe hier alles schon gekraftet hier. Wenn du mir ein bisschen Fleisch geben kannst, dann kann ich auch. Nein, nicht sterben, Stani! Ich sterbe nicht. Pass auf! Ich helfe dir. Oh oh. Eigentlich habe ich schon den Leuten gesagt, ich will eigentlich Beef mit dir haben, mein Erzfeind Stani. Aber jetzt brauchst du trotzdem noch Hilfe. Also ich sterbe gleich erst. Ich werde nicht sterben. Ich habe kein Fleisch auch, sonst würde ich dir das ergeben. Ich werde gleich sterben. Da ist ein Creeper, pass auf! Ja, Bro, ich. Ah! Die jagen mich schon die ganze Zeit, Mann. Wir brauchen irgendwas. Verteidigung brauchen wir. Ich kann den. Pass auf, den Creeper! Ich bin wieder tot. Stani! Na. Ich bin wieder tot, Leute! Mann, ich kann das nicht! Das ist viel zu schwer, Bro! Was soll ich denn jetzt hier machen, Junge? Ich sehe gar nicht durch! Okay, wir müssen jetzt erstmal nach unten gehen. Ich muss mir jetzt erstmal einen Plan machen hier. Wir müssen das alles jetzt ein bisschen schlauer anfangen hier. Wir müssen erstmal die Schwerter und so bauen, Kampfsachen bauen, dass wir hier richtig durchdrehen können. Ey, kann doch nicht sein. So, schnell hier. Okay, zack, jetzt werden wir erstmal hier abbauen. So, wir werden jetzt erstmal, ich mache jetzt gleich erstmal so eine Seite auf, Leute. Und dann werde ich gucken, was wir hier alles bauen können. Dass wir erstmal ein bisschen Verteidigung bauen. So, komm, gib das hier. Oh, wie lange braucht denn das hier? Komm. Sehr gut. Mach das hier schön alles kaputt. Erstmal von super, jetzt haben wir schon halt 15 Minuten, Freunde. Und noch nichts gebacken bekommen. Geil. Geil. So, das hier erstmal kaputt machen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal hier alles Holz sammeln. Wir sind jetzt gleich wieder, Leute, wenn ich hier richtig viel Holz gesammelt habe. Und dann werden wir mal gucken, was wir damit anfangen können. Leute, ich werde wieder angegriffen. Hinter mir ist wieder ein Monster. Da ist es. Timmy, helf mir doch! Timmy greift das Monster an. Ich helfe Timmy. Komm, Timmy, er verprügelt das Monster mit Block. So, du kriegst einen auf den Deckel, Alter. Leg dich lieber nicht gegen die Stunny-Performance-Bande an. Oh, der hat Fleisch, Leute, der hat Fleisch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, der hat Fleisch. Geil, das können wir erstmal essen. Dann werden wir wieder ein bisschen mehr Power... Hä? Ey, Stani, wir haben das voll gut gemacht, ja, oder? Mann, guck mal hier, der hat hier heftiges Fleisch gedroppt, Bro. Das musst du essen, Bro. Danke, endlich kann ich was essen. Ich bin schon einmal gestorben, Mann. Das war richtig eklig, Mann. Und? Oh, ich sag dir ehrlich, hey, was ist das für ein Fleisch? Ja, hey, das passiert doch gar nicht. Ey, Timmy. Hey, wieso verliere ich Leben? Hä, du verlierst doch kein Leben, Bro. Ich hab Full Life. Das Fleisch ist gut, das hilft dir. Aha, okay. Hast du noch mehr von dem Fleisch? Ey, guck mal, Timmy, du musst mir alles dein ganzes Holz geben. Dann können wir hier ein bisschen was bauen. Dann baue ich dir eine Pickaxe. Wirklich? Ja. Ja, okay. Ich gebe dir das mal hier. Bitteschön. Kannst du mir eine Pickaxe jetzt bauen? Ja, warte. Wir müssen aber erstmal hier runter. Ja, okay, ich folge dir, warte. Ey, Freunde, Stani zeigt mir richtig coole Sachen hier. Wo bist du hin, ey? Hä? Stani hin? Ich hau ab, Leute, ich hau ab. Ich hab hier... Wow, das ist ein Skelett! Oh, Leute, ich hab hier das Holz geklaut. Ah, schnell weg hier. Wo ist der, Leute? Der ist... Wir haben hier das Holz abgezogen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Richtig nice, Leute. Ja, das war schon mal eine gute Aktion. Aber wir müssen uns jetzt erstmal... Ich werde mich jetzt erstmal hier ausrüsten, ja? Ich werde jetzt erstmal hier gucken, was wir craften. Guck mal, hier ist doch eine gute Aussicht. Ist das hier nicht sogar der Anfang, wo wir waren? Warte mal, ich muss mal hier gucken. Wir brauchen erstmal... Nee, boah, guck mal. Boah, Diamanten wieder. Ich habe wieder Diamanten gefunden. Ey, so viel Glück kann man doch nicht haben. Okay, wir brauchen jetzt erstmal eine Pickaxe, um die abzubauen. Let's go, Mann! Die Leute sagen immer, Diamanten zu finden ist so schwer, Alter. Und ich habe schon wieder welche gefunden. Okay, wir müssen jetzt erstmal das hier wieder bauen. Das hier. Ist das Fichtenholzbretter? Kann ich damit eine Werkbank bauen? Ja, so. Wir müssen erstmal wieder eine Werkbank bauen, Leute. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Wir machen jetzt erstmal hier die Basics. So, dann müssen wir das hier bauen. Sticks. Können wir hier draus Sticks bauen? Warte mal, ich glaube, hier draus können wir Sticks bauen. Ja, Sticks bauen, so. Und dann so, ne? Oder? Wie war das, Leute? War das nicht so? Pickaxe? Braucht man nicht so eine Pickaxe? Hä? Oder war das andersrum? Warte mal, ich habe doch hier... Guck mal hier, Leute, ich habe jetzt hier was offen. Ach nee, so rum war das. Okay, so. Und dann bauen wir das da rein. Ja, jetzt haben wir hier eine Holzhacke schon mal. Wichtig, Leute, wichtig, wichtig, wichtig. Jetzt bauen wir weitere Sachen. Ach nee, oh, das geht doch immer nur aus diesen einen Dings da raus. Wir müssen jetzt erst schnell die Diamanten sichern, Leute, bevor irgendwelche anderen hier zu mir kommen und die finden. Dann können wir uns nämlich schnell so eine Diamantrüstung bauen. Und aus dieser Diamantrüstung
Bro, da werde ich dann zum Nesa-Drachen, denke ich mal, gehen direkt. Oder morgen halt so. Ich guck mal jetzt weiter hier. Ich baue jetzt erstmal, vielleicht noch ein Schwert brauchen wir. Ein Schwert brauchen wir. So, ich brauche vielleicht noch hier. Ey, wir haben so viel Holz halt, ne? Das ist halt richtig geil. Ich brauche jetzt mehr Sticks erstmal hier. Zack, mehr Sticks. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Jetzt haben wir 16 Sticks. Dings baut man so. Boah, Leute, es geht voran, es geht voran. Das ist sehr, sehr gut. Was brauchen wir noch? Holzhacke. Dann würde ich sagen, bauen wir ein Schwert. Oh Gott, ich bin so gut. Ich bin so gut, Leute. Schwert, was brauchen wir noch? Schwert, brauchen wir noch irgendwas? Ich würde mal sagen, das ist ganz gut zum Anfang, um hier das Zeug abzubauen. Baut man das mit? Nee, das baut man hier mit ab, ne? Nee, baut man das hier mit ab? Bro, die Diamanten, guck mal, wie lange das dauert, Leute. Checkt ihr, was ich meine, wie lange das dauert? Das ist halt, weil wir noch keine Diamantspitzhacke haben. Boom! Hä? Wo hab ich die? Hä? Hab ich die jetzt im... Leute, wo sind die? Warte mal. Hä? Können wir uns hier draus nicht auch eine Dings bauen? Eine Stahlhacke? Also aus Stein, eine Steinhacke? Das wäre... Das müssen wir wahrscheinlich auch hier machen. Okay, zwei Dings hier und dann... Boom. Ja! Noch besser. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Die heben wir uns trotzdem auf. Jetzt müssen wir es abbauen können. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Checkt ihr, was ich meine? Was ist das jetzt hier? Wir haben es eingesammelt. Oh, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das sind, glaube ich, so eine Rubin-Diamante oder so. Ganz nice. Ey, sollen wir uns unser Stunny Performance, also unser eigenes Autohaus, so aus so richtig kranken Diamanten bauen? Ich sag euch ehrlich, ich werde Diamanten auf jeden Fall hier mit reinbauen. Ach, das ist ja gar kein... Das ist Kupfer. Was kann ich denn mit Kupfer machen? Ich dachte, das sind Diamanten. Ja, ist egal. Ich glaube, das ist aber ähnlich wie Diamanten. Das ist schon mal ganz gut. Ich finde auch, ehrlich, hier haben wir so ein bisschen erstmal unsere Ruhe. Hinter uns kann keiner kommen. Und ja, obwohl ich nichts bin... Oh Gott, da unten ist eine Höhle. Ist das eine Höhle? Da müsste ich eigentlich hin, aber ich muss erstmal auch Essen besorgen. Wie können wir jetzt am besten... Wir müssen auch ein Lagerfeuer machen. Okay, fürs Lagerfeuer brauchen wir Kohle. Und Kohle kriegen wir halt im Berg. Na gut, okay. Hier ist auch Kohle, das ist sehr gut. Kohle. Dann bauen wir uns erstmal ein Lagerfeuer, falls wir, weil wir müssen halt auch erstmal Vorräte bauen für Dingsbums, dass wir halt ein bisschen Leben haben, hier die ganze Zeit Power kriegen, dann müssen wir ein paar Tiere uns holen, dann baue ich eine eigene Farm, Leute, mit Pferden, alles und Elefanten drinne. Boah, das wird richtig nice. Hier nochmal Dias mitnehmen. Ey, die sind voll einfach zu finden. Also, diese Fake-Diamanten hier. Bam. Zack. Ey, wie viele hier sind. Ich glaube, das ist hier irgendeine Goldgrube, die ich habe. Ich glaube, da draus... Ey, safe können wir daraus schon eine Rüstung bauen. Denkt ihr, dass irgendjemand schon so... Und das könnten wir eventuell erstmal hier so als kleines Wohnhaus nehmen. Oder sollen wir uns erstmal hier so ein kleines Dings bauen? Dass hier jetzt keiner angreifen kann. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Hier so alles... Oh Gott, hier ist auch nochmal. Guck mal, was hier ist nochmal. Dings. Schön dicke Dinger hier. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns erstmal hier so ein kleines Haus. Dass wir uns erstmal ausrüsten mit Ausrüstung. Und dann können wir uns immer noch einen besseren Platz suchen. Ich denke mal, das ist schlauer wegen Rüstung, alles drum und dran. Okay, ich probiere jetzt ein Campfire zu bauen. Also drei hier unten müssen sein. Ich habe hier nämlich extra so eine Hilfe. Und dann Darnstick. Kann ich die denn hier... Ah, okay. Darnstick, Darnstick. Campfire! Let's go! Wie kann ich das blazen? Ha! Ausmachen! Wie kann ich es ausmachen? Aha! Leute, ich muss Fleisch reinpacken. Ich habe aber kein Fleisch. Was machen wir jetzt da? Okay, das ist gut. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal Tiere suchen. Aber ich habe Angst, dass hier... Nee. Bevor wir Tiere suchen... Werden wir das erstmal alles hier so ein bisschen absichern. Aua, ey, ich lass mich hier noch killen von meinem eigenen Feuer. Wir brauchen mehr Holz. Ich werde jetzt hier erstmal alles Holz abfahren. Und dann werde ich meine erste Base bauen. Aber geht das hier nicht irgendwie... Gibt es nicht so eine... Ist das hier nicht hier Holzhacke? Holzhacke ist besser als Spitzhacke? Mit was kann man besser Bäume fällen? Spitzhacke, oder? Nee, mit so einem Dings. Warte mal. Nee, wir werden uns erstmal noch ein Dings bauen. Eine richtige Holzfällerhacke. So, ja, das ist besser. Damit sind wir dann schneller an den Bäumen drin. Und zwar werde ich jetzt eine Axt bauen. Das da rein, so. Und dann, so, haben wir schon mal eine Axt.
Das ist gut. Das kann alles hier rein. Oh, das sieht hier alles ein bisschen unaufgeräumt aus. Ich muss das erstmal hier alles ordnen. So. So wurde mir gesagt, soll ich das machen? Boah, wie viel Kupfer wir haben. Das ist nice. Wir brauchen eine Schmelze oder so. Okay, jetzt muss ich hier rauskommen. Und jetzt können wir anfangen, richtig schön Holz zu sammeln. Okay, ich habe jetzt hier fette Eichenstämme. Und da werden wir jetzt unser erstes eigenes Haus bauen. Ich hoffe, unsere Bude fackelt nicht ab, wenn da ein Feuer drin ist. So, ich werde es relativ klein halten, würde ich sagen. Hier machen wir dann eine Tür, oder? Machen wir hier eine Tür rein so? Ja, da haben wir hier so... Das soll erstmal ein bisschen unauffälliger sein. Dass nicht jeder halt direkt sieht, was hier abgeht. So. Und das ist auch gut getarnt hier mit dem Holz. Das sieht einfach aus, als wäre das ein großer Baum. Und hier sind wir dann auch in Sicherheit vor Zombies oder so, wenn die kommen. Oh mein Gott! Guck mal, was ich gefunden habe! Ein Apfel liegt hier einfach rum! Ey, ist das ein Apfelbaum hier? Das ist ja voll geil. Wir haben einfach vor unserem Zuhause einen Apfelbaum. Den werde ich direkt, oh, den werde ich direkt erstmal essen. Zack, das kann weg hier. Let's go. Äpfel sind gut. Guck mal hier. Hä, ess doch mal. Man, doch, wir haben ihn gegessen. Guck mal, was der direkt am Boost bringt. Lecker Schmecker. Jetzt können wir auch das Haus weiterbauen hier. Boah, das sieht schon richtig gut aus, muss ich sagen. Ist so ein Holzhaus eigentlich geil? Schon, ne? Ist jetzt natürlich noch nichts Specialiges. Aber ich würde sagen, für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Erstmal sowas Kleines, Feines, sage ich immer. So, und jetzt bauen wir uns gleich eine Tür ein. Und dann haben wir schon mal die ersten Sachen hier fertig. Für die Ausrüstung, für die Nacht halt auch. Oh, guck mal, man sieht das gar nicht. Das ist echt gut getarnt hier von außen. Das sieht einfach so aus, als wäre es so ein normaler Ort hier. Okay, wir müssen uns erstmal hier vielleicht noch so eine Dingserhöhung bauen, dass wir hier rauf können. Und jetzt bauen wir hier nämlich ein Dach rüber. Zack, 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 zack. Und hier muss noch eine Tür rein. Aber ich habe keine Ahnung, wie eine Tür baut. Ich muss gucken, wie man eine Tür baut. Okay, das ist hier... Oh, wie cool das Haus ist. Ich feiere es richtig. Ich sage, ey, das ist schon richtig gemütlich. Okay, Tür soll man so bauen können. Oha, sogar drei Türen haben wir direkt. Guck mal, das ist sogar so eine richtige Fichtentür hier. Die werden wir jetzt hier reinpacken. Boom. Und... Boah, wie krass das bitte aussieht. Zack, hier geht's rein. Boom. Alter, das ist zu krank schon. Also ich sage euch ehrlich, ich habe gerade angefangen erst, aber die Base ist schon sehr, sehr krass. Die Tür nehmen wir uns auf als Reserve und das wird hochgebaut hier. Ich feier's. Vielleicht doch eine... wollen wir hier noch so ein Dings reinbauen? Hier so ein Fenster? Das wäre eigentlich auch cool, oder? Guck mal hier, da kann man hier so reingucken. Hier auch noch ein Fenster rein. Warum nicht, Leute? Das war hier so... Dann haben wir hier unsere, schon unsere kleine, richtig coole Base. Und um der... Boah, ich habe eine Idee. Um diese Base... werden wir das hier erstmal alles abbauen? Wartet ab, ich baue jetzt hier was richtig Geiles. Ich baue jetzt nämlich hier, das ist nämlich die Tarnung, die wir machen werden. Ich will auch nicht, dass mich irgendjemand findet. Wir werden jetzt nämlich hier einfach diese Steine davor bauen. Und dann werden die einfach nur denken, hier ist gar nichts. Aber eigentlich ist hier eine richtig fette Base von mir. Weil ich habe auch keinen Bock, dass mich irgendjemand beklaut. Das könnte natürlich sein, dass die Jungs unterwegs sind. Und das hier finden. Und das müssen wir wissen zu verhindern. Ja, das sieht auch ganz natürlich aus. Hier. Von Weitem siehst du gar nichts. Sowas von krank. Ich bin einfach Genie. So, ich würde sagen, das reicht. Weil guckt euch das hier an. Boom. Das sieht einfach sehr, sehr nice aus. Und niemand hat einen Plan, was hier überhaupt abgeht. Wenn man hier reingeht, auf einmal Paradies. Auf einmal Paradies vom Feinsten. Okay, das war jetzt natürlich dumm, dass wir hier Fenster reingebaut haben. Aber ist nicht sonderlich schlimm, weil wir sollten ja hier sicher sein. Tür wieder zumachen und jetzt brauche ich ein Bett noch, habe ich gehört. Okay, das Problem ist, für ein Bett brauchen wir wohl Wolle, habe ich gerade gesehen. Das ist schlecht. Wir brauchen dann erstmal vielleicht mehr Kampfequipment. Ja, ich werde Kampfequipment mehr bauen. So, also Sticks habe ich jetzt schon mal. Okay, einen Bogen kann ich auch noch nicht bauen. Das ist nicht gut. Aber gut, das macht ja gar keinen Sinn, das jetzt alles aus Holz zu bauen. Wir brauchen, machen das eh lieber alles erstmal aus Stein, weil wir haben ja eh genug Stein hier vor der Tür. Und da können wir ja genug Stein eigentlich sammeln. Deswegen werden wir uns hier jetzt ein bisschen tiefer bauen. Dann können wir hier die ganzen Steine einsammeln und können uns damit neue Ausrüstung bauen, dass wir halt, wenn es sobald es hell wird, auf Expedition gehen können und Essen uns so sammeln. Und wenn wir erstmal genug Essen haben, dann sind wir aus dem Gröbsten raus, weil dann kann uns keiner angreifen. Und wir müssen halt Tiere finden. Das ist ganz wichtig auch. Oh, ich glaube, hier haben wir echt eine gute Position erwischt.
rein hier ins Haus, zumachen die Tür und jetzt werden wir hier anfangen, eine Dings zu bauen. Eine Axt. Wir bauen direkt auch als Vorrat. Da müssen wir nicht so viel auf einmal bauen. Spitzhacke. So macht man das, Freunde. So macht man das. Und ein Schwert brauchen wir. Schwerter werde ich auch direkt hier vorne ausrüsten. Das Zack hier. Guck mal, schön auf Vorrat bauen. Dann haben wir nämlich alles, was wir jetzt brauchen. Die können wir eigentlich fast weghauen hier. So, das kommt rein. Das kommt, die können raus hier. Die brauchen wir nicht. So. Jetzt haben wir eigentlich so das Neueste vom Neuesten alles mit dabei. Und jetzt können wir auf die Jagd gehen. Und vielleicht einen Schmelzofen bauen. Oh mein Gott, ein Schmelzofen wäre noch stark. Die Dinger brauche ich. Oh mein Gott. Nein, davon fehlen mir noch ein paar. Da können wir direkt einen Schmelzofen bauen. Und die habe ich direkt vor der Tür. Die Dinger. Guck mal, das ist hier einfach meine Steinfabrik hier vorne. Geil. Einfach eine Steinfabrik vor mir. Ich glaube, die anderen sind noch nicht mal ansatzweise so weit. Die können sich noch ein bisschen was abgucken. Schon eine halbe Basis gebaut. So, rein. Zack, 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 zack. Oh! Sehr, sehr nice. Geil. Und den placen wir direkt hier. Und da mache ich jetzt... Hä? Wo ist mein Metall hin, Leute? Feuerstein. Hä, ich hatte doch vorhin... Ach, oder war ich da gestorben? Wo ist mein ganzes Metall hin, was ich hatte? Ich hatte doch so viel Kupfer gehabt. Ist das alles weg? Kohle. Bringt das irgendwas hier, Kohle? Muss das vielleicht hier auch rein? Ich glaube, das muss auch in den Ofen rein. Wir machen das erstmal da in den Ofen rein. Und dann werde ich jetzt... Ich brauche jetzt eigentlich Metall wieder. Was ist denn da oben? Hey! Ah, ah, da ist einer! Dieser Idiot. Ich habe ein Schwert, Junge! Nimm das! Aua! Nein, 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 nein. Komm her! Papp! Runter mit dir! Auf Wiedersehen! Leg dich nicht gegen Stani an, Alter. Oh, da ist auch einer. Wer ist denn das? Ist das Essen? Der hat sich geportet. Alter, war das ein Admin? Ich glaube, das war ein Admin gewesen. Denkt ihr eventuell, wenn ich mich hier reinbaue, dass hier irgendwie richtig geile Diamanten drin sind? Hier, guck mal, hier ist doch wieder Zeugs. Ja, seht ihr? Wo ist denn das hin? Das hatte ich doch vorhin. Was ist das denn da? Hä? Guck mal, da leuchtet was. Okay, dann gehen wir mal hin. Ich hab... Knochen. Alter. Und hier ist eine Höhle direkt. Ach du grüne Neune, eine Wasserhöhle. Okay, wir müssen erstmal vorsichtig sein, weil ich habe noch keine Fackeln. Ne, wir gehen da erstmal nicht rein ohne Fackeln. Das macht keinen Sinn. Hoch wieder. Aber ich habe einen Schraubenschlüssel gefunden. Knochen? Sehr nice. Das kann man aus Knochen bauen. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist heftig. Wir müssen auch eventuell erstmal eine Kiste noch bauen, dass wir da unsere guten Sachen reinpacken können. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Dass wir unsere OP-Sachen hier irgendwie in eine Kiste packen. Okay, eine Kiste ist relativ einfach wohl zu bauen. Da müssen wir an die Werkbank. Und da brauchen wir diese komischen anderen Dinger wieder, glaube ich. Diese Dinger hier, ja. So, 16 Stück. Und dann machen wir einmal so. Und jetzt haben wir eine Truhe. Sehr, sehr nice. Und aus dieser Truhe, die werden wir hier hinplacen, können wir jetzt Sachen reinpacken, wie zum Beispiel unsere seltenen Knochen. Ich glaube, dieser Feuerstein ist bestimmt auch selten. Und unseres gute Rohkupfer. Aber kann ich das Rohkupfer jetzt hier nicht reinpacken? In den Schmelzofen und kann daraus irgendwas machen? Hallo? Aber wie mache ich den Schmelzofen an? Unteres Feld, hier kommt Kohle rein. Was passiert jetzt? Was mache ich denn jetzt da draus? Okay, warte mal. Ich muss das reinmachen. Das reinmachen, das rein. Oh, sehr geil. Ich baue gleich meinen ersten Kupferbarren. Und dann können wir uns da draus Kupferrüstung, glaube ich, bauen. Oh, das ist nice. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Oh, das macht richtig Bock irgendwie. Ich sag euch ehrlich, ich habe Lust drauf. Ich benutze... Ja, Kupferbarren. Kupferbarren. Oh, ich brauche mehr Ofen. Ich brauche mehr Ofen. Okay, wir werden jetzt, glaube ich, mehr Ofen gleich bauen. Und ich brauche mehr Kupfer. Oh, was kann ich da aus Kupferbarren bauen überhaupt? Ich weiß es nicht mal. Ich weiß es Real Talk nicht. Wir brauchen aber mehr Kupfer, dass der hier halt arbeitet die ganze Zeit. Und dass wir... Oh. Nein, nein, nein.
Nein, nein, der ist so sch... Haut der ab? Hey! Ah! Was macht der? Nimm das, du Idiot. Oh. Zack. Ach du Scheiße. Was war das denn für einer? Guck mal, der hat was gedroppt wieder. Feuersteine. Sehr wichtig. Da ist noch einer. Ja, von denen halten wir uns erstmal fern. Ich glaube, die sind nämlich richtig stark. Wir brauchen erstmal ein bisschen Essen gleich. Wann wird's denn mal wieder hell, ey? Okay, wir gehen jetzt erstmal hier auf Expedition. Wir hatten halt vorhin, das ist halt auch das Ding. Wir hatten so viel Kupfer gefunden. Ich weiß nicht mehr, wo das hin ist. Was ist das denn da? Guck mal, das ist... Nee. Ich hätte mal hier so ein bisschen... Oh, hier sind überall gerade die Monster unterwegs. Ach, du grüne Neune, guckt euch das an. Da ist eine Spinne, hier sind zwei Monster. Ah. Ich brauche Kupfer. Kupfer, Kupfer. Ich muss da unten in die Höhle rein. Aber es macht halt bei Nacht. Ich brauche Fackeln. Rein hier. So, jetzt haben wir zwei Kupferbarren schon mal. Ich habe gerade gesehen, Kupfer bringt uns, glaube ich, gar nichts, Leute. Das ist halt auch das Ding, ne? Kupfer bringt gar nichts. Da kann man nur so Müll draus bauen. Wir brauchen Leder für eine Rüstung, dass wir stärker werden. Aber ich habe herausgefunden, wie man eine Fackel baut. Da gehen wir hier ran, machen das rein. Und Feuerstein nehmen wir uns wieder auf. Dann müssen wir hier die Kohle rausnehmen. Und jetzt bauen wir erstmal ein paar Fackeln. Dann können wir nämlich auch bei Nacht arbeiten. Boah, 52 Fackeln haben wir jetzt. Sehr, sehr gut. Die werden wir hier hin ausrüsten. Ich packe jetzt alles hier in die... Können wir das hier reinpacken? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das, was wir jetzt nicht brauchen, packen wir alles erstmal rein. Ah, Sticks nehme ich vielleicht mit. Ich glaube, Sticks sind immer gut. Das kann rein, das kann rein. Dann können wir jetzt... Oh, ah, das ist wieder Tag. Sehr gut. Tagsüber ist immer besser. Dann können wir jetzt nämlich hier unten erstmal in die Höhle reingehen. Gucken, was da so drin ist. Ich springe hier einfach ins Wasser rein. Wopo! Ich muss hochspringen. Hä? Ah, wie kann ich hochkommen? Hilfe! Ah, okay, so geht's hoch. Oh Gott, hier sind sogar Fische. Leute, ich hab was... Oh Gott, was ist da denn gewesen? Was ist das denn da drinnen? Oh Gott, nein, das ist ein Monster da. Okay, was, wie machen wir jetzt... Nee, Freunde, es macht keinen Sinn. Irgendein Monster bewacht die Höhle, weil die wahrscheinlich zu krass ist. Und guck mal, was da unten ist. Irgendwie so lavamäßig was. Oh Gott, ich muss da weg. Und hier ist ganz viel... Oh Gott, ich rutsch wieder runter. Da ist auf jeden Fall ganz viel Kohle gerade gewesen. Ich brauche aber Essen. Es macht halt, glaube ich, eher mehr Sinn, Essen erstmal zu holen. Anstatt auf irgendwie Kohle zu gehen. Aber ich nehme die Kohle trotzdem mit. Oh, zack, Kohle hier mitnehmen. Ah, Leute, ich bin jetzt hier drinne. Ich bin bei dem Monster drinne. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Aber da unten ist auf jeden Fall was Heftiges. Eine Truhe oder so. Lavatruhe. Laber nicht, Alter, als ob. Wenn wir jetzt schon diese Lavatruhe, glaube ich, haben, wäre das Game Changer. Aber wir müssen jetzt erstmal auf die Lauer gehen hier und ein paar Tiere holen. Und daraus ein bisschen Braten machen. Ich muss mir aber auch merken gleichzeitig, wo meine Base ist. Und zwar, ja, ist eigentlich gar nicht so schwer, weil sieht man auch von hier hinten ein bisschen. Ja, sieht man, safe. Okay, wir brauchen Tiere. Wo sind die Tierchen? Ich habe Hunger. Ich brauche Tierchen essen zum Frühstück. Oh Gott, die Stunde ist gleich vorbei. Wir haben nur noch 9 Minuten. Aber ich glaube, ich bin für die... Oh, da ist direkt ein Tier noch. Sehr gut, komm her. Bam, 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 bam. Nimm das, Bösewicht. Und wir haben 2 Stücken Fleisch. Und wir werden schnell einmal zurückgehen. Und die braten. Weil dann, wenn ich habe gehört, wenn man die bratet, bringen die halt ein bisschen mehr. Als wenn die... Oh, nein, ja, ich verliere zu viel Leben. Das ist das Problem. Ich kann nicht mehr sprinten. Oh, hier, zack. Rein hier. Und einmal das Fleisch rein. Hier oben. Und unten kommt die Kohle rein. Hier ist Kohle zweimal. Zack, die Kohle brennt jetzt das Fleisch an. Hatten wir nicht noch mehr Kohle gehabt? Habe ich die schon alle aufgebracht, die ganze Kohle? Na, ist egal. Wir müssen erstmal essen. Das ist wichtiger. Tür zu, dass uns nichts passiert. Und dann machen wir uns jetzt schön was zum Essen. Zack. Und bringt das... Ich bin mal gespannt, wie viel das bringt. Yes. Oh, das bringt richtig viel. Okay, das ist overpowered. Weil dann kriegen wir gleich auch wieder volle Herzen. Und sind
können direkt loslaufen. Wisst ihr, was ich meine? So. S. Sehr gut. Level 3 sind wir schon. Wichtig und richtig. Geil. Jetzt haben wir erstmal keinen Stress hier und können ein bisschen durch die Gegend rennen. Guck mal, was ist denn da drüben, Leute? Oh, das sind Schweinchen und Küchen. Die schnapp ich mir. Weil die werden wir erstmal schön zum Frühstück essen. Ist das nicht Edgar? Ist das Schwein? Seit wann leben denn Schweine mit Kühe zusammen? Ja, das werden wir jetzt hier erstmal beenden. Diese Freundschaft. Aus dem Weg. Stani kommt. Oh Gott, hier sind richtig viele Schweine. Oh Gott, wir können jetzt so viel Fleisch machen hier. Einmal Fleisch. Komm her hier. Was, willst du mich angreifen oder was? Einmal weg mit dir. Und weg mit dir. Okay, ich glaube, dass wir müssen, wenn wir schlagen, immer aufladen lassen. Und, Alter, ja! Ich habe Leder. Oh, stimmt, wir brauchen Leder, Bro. Am besten wäre natürlich, wenn wir irgendwie so ein Villager-Dorf finden. Aber ich habe keine Plan, wo die sind. Und hier ist nochmal gut Kohle. Das sind Dreckssteine. Oh, guck mal, aber hier außen lang. Das sieht irgendwie auch krass aus. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn wir hier immer so ein bisschen außen lang gehen, kriegen wir bald wieder Dias. Kohle kann man nicht genug haben. Bam. Wir müssen halt dann irgendwann mal unsere Spitzhacke upgraden. Aber dafür brauchen wir halt Silber. Oder Gold. Überleg mal, wie finde Gold-Pickaxe. Aber ich glaube, ich würde mir erstmal, wenn wir eine... Also, hier war jemand. Ich glaube, hier war jemand. Weil da ist so ein komisches Feuer. So eine Fackel. Guck mal, ey, hier waren wir doch gewesen. Das ist doch unser Anfangsort. Und wo... Guck mal, da hinten ist unsere Base. Geil, 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 geil. Ich denke mal, guck mal, hier sind alle lang gelaufen. Vielleicht haben die sich hier irgendwo was gebaut und wir können das direkt schon klauen. Oh, dieser Schnee nervt. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wo bin ich denn jetzt hier? Hilfe! Ich muss weg hier. Ich sterbe! Hilfe! Oh, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber der Schnee hat mich gefangen. Alter, schnell raus hier. Okay, ich merke schon, Schnee sollten wir lieber meiden. Aber... Oh Gott, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Wer ist da, wer ist da, wer ist da? Das ist Vive, Leute. Vive hat safe viele Sachen. Wenn wir den irgendwas abziehen könnten, wäre es natürlich sehr krass. Aber wo hat der seine Base? Das ist halt die Frage, ne? Hat der hier irgendwo seine Base gebaut? Wir gucken mal, wo er hingeht. Guck mal, der geht da schön hoch hin. Ah, okay. Dann wissen wir schon mal Bescheid, dass der sich hier so in dem Bereich aufhält. Das ist gut. Das ist wichtig und richtig. Blumen, glaube ich, braucht man nicht. Hier schnell mal durch. Dann müssen wir auch gucken. Da haben die hier wahrscheinlich schon alles so ein bisschen abgesucht. Die guten Sachen. Aber hier hinten... Oh Gott, guck mal, wie das da aussieht, Leute. Das sieht sehr, sehr krank aus. Da muss ich mal hingehen. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen besser Plan, wie man alles baut und so. Das können wir auch natürlich schon direkt ein bisschen offensiv... Oh, guck mal, da ist was. Nee, das ist nur ein Block. Okay, so. Guck mal, da ist Survive, Leute. Und der hat Ahnung von Minecraft. Und da ist Timmy. Aha. Guck mal, er versteckt sich da. Aber mich sehen die noch nicht, weil ich hier gut undercover bin. Nicht, dass die mir jetzt hier irgendwas klauen wollen. Ich hab mich gerade so gut... Oh, Gottes Willen. Oh, nein. Was ist das hier? Wir müssen hinne machen. Wir haben nur noch 4 Minuten Aufnahme. Guck mal hier. Alter, was ist hier, Leute? Guck mal, was hier ist. Ah, hier wurde auf jeden Fall schon reingebaut. Aber wir müssen woanders lang. Wir gucken noch... wo hier was Besseres ist. Hoch. Warte mal, das sind Spinnen. Nee, ich dachte Spinnengewebe. Weil Spinnen brauchen wir später auch noch. Oh mein Gott, das sieht richtig heftig aus, was hier ist. Und wir müssen halt vor allem die ganzen seltenen Ressourcen finden.
Da sind Dias. Oh mein Gott. Die muss ich noch mit einsammeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich bin der Erste, der wieder Diamant gefunden hat. Das sind wirklich Dias. Nein. Als ob. Wo sind die? Hä? Wo sind die? Hä? Bro! Wieso habe ich die nicht eingesammelt? Nein, irgendwie Bug oder so. Ich sag euch ehrlich, das ist safe ein Bug. Aber hier drin, ich habe das Gefühl, hier ist was richtig Seltenes. Wir müssen uns gleich ausloggen, das ist nicht gut. Ich muss hier noch schnell hoch. Ich will das noch schnell erkunden. Hoch. Licht, ich brauche Licht. Okay, das war glaube ich nicht so clever gewesen. Doch, war clever. Was ist das denn? Hä? Was war das denn? Ja, ich werde hier erstmal gucken, Freunde, weil das ist hier eine Diamine, glaube ich. Oder eine Silbermine. Irgendwas werden wir hier finden. Das noch schnell. Boom. Dann werde ich einmal hier schnell das Fleisch noch essen. Ist egal, macht jetzt zwar nicht so viel, aber wir haben jetzt auch keine Zeit zurückzugehen. Steinspitzhack hier alles leer räumen. Leute, ich brauche unbedingt eure Hilfe für die nächste Folge. Ja. Schreibt in die Kommentare rein, was wir. Oh mein Gott, da kommt ein Monster. Wir müssen weg hier. Ich muss mich da jetzt ausloggen. Wir müssen weg hier. Ah, er kommt. Ah! Ah, weg hier. Ah, nein. Ey, Bro, wie trifft der denn? Trifft der alles? Okay, Leute, wir müssen uns jetzt leider ausloggen. Die Stunde ist schon vorbei. Keine Ahnung, was man hier alles im Video sehen wird, Freunde. Oh, da sind nochmal Dias. Wir müssen Dias mitnehmen. Schnell. Boom. Sehr gut. Nochmal. Und dann logge ich mich aus. Ihr müsst mir auf jeden Fall helfen. Ich habe nicht so viel Ahnung von Minecraft, aber ich habe schon in der ersten Folge direkt Diamanten gefunden. Das ist, glaube ich, richtig stark gewesen, oder? Ich will mein eigenes Auto ausbauen. Die Regeln sind einfach. Man kann alles machen. Man kann die anderen überfallen, ausrauben. Aber man darf nur eine Stunde am Tag spielen. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Und ich will der Beste werden und will den Enderdrachen besiegen. Das ist mein Ziel, Leute. Let's go.